Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Far Cry 5. In der letzten Folge, ja, waren wir beim Jacob wieder, wurden wieder gefangen genommen. Keine Ahnung, ob wir die hier wieder alle umgebracht haben. Scheint fast so. Ja, es war sehr verstörend. Wir haben erfahren, dass der Vater, also Joseph, verheiratet war. Ein Kind hatte, was er dann selber umgebracht hat. Wow, die Folge, die war sehr verstörend. Aber okay. Ein Aufsteigen. So, jetzt schauen wir direkt mal, wo wir hier weitermachen können. Was ist das hier? Bewaffneter Bergkonvoi. Da brauchen wir jetzt erstmal nicht hin. Ja, hier. Den Sendeturm. Da waren wir eigentlich auch auf dem Weg hin. Wo ist die Markierung? Muss man ein bisschen weiter hoch. Irgendwie wieder auf den Weg kommen. Aber das hier sieht gut aus. Hier ist die Straße. Da sind wir wieder. Hoffentlich muss man nicht wieder alle 5 Meter stoppen, für so ein paar Sektenfritzen zu killen. Wo ist die Wegmarkierung? Oh, bis jetzt ruhig. Aber ich glaube, hatten wir schon den zweiten Widerstandspunkt erreicht? Ne, noch nicht ganz. Okay. Ich dachte schon, das hätte es vielleicht ein bisschen erklärt. Dass es so ruhig ist? Und in den letzten Folgen, da kam ja hier einer nach dem anderen. Da kamen wir ja keine 5 Meter für. Vielleicht mal ein bisschen weiter zu kommen, mal ein paar Meter zu gucken. Was haben wir da? Ah, da waren wir schon. Hey. Oh, das war ein Luckshot. Wie hab ich den denn getroffen da oben? Egal, weiter. Yay. Bin der Beste. Ich hab so monstermäßigen Aim. Straßensperre. Scheiße! Ihr Schweinepriester! Das war nicht gut. Ich hätte einfach weiter rennen sollen. Ich muss aber dann auch noch stehen bleiben. Wo sind wir hier?
Kaufen. So, den haben wir. Ja. So, da ist der Helikonvoi. Dann gehen wir den jetzt auch direkt mal zerstören. F für Raketen. Nice. Geil. Bewaffneter Bergkonvoi. Das ging schnell. Das war jetzt easy. Könnten wir jetzt eigentlich auch dahin fliegen. Vielleicht finden wir hier unterwegs noch diese komischen Wolfsköder-Dinge. Nehmen und zerstören, wenn wir was sehen. Ansonsten ist es auch egal. So, Wolfsköder zerstört. Siehst du? Die erkennt man nachts auch besser, weil die oben so rot leuchten. Also da unten. Oh. Meine Scheibe wurde kaputt gemacht. Zerstöre den Truck mit dem Störsender.
Das war's. Weedy wird sich freuen. Die Leute, die seine Musik nicht mögen, vermutlich eher nicht. Vielleicht können wir ja doch noch an der Sache mit dem Vertrauen arbeiten. Ich habe an der Wolfsend noch mehr für dich zu tun, wenn du willst. Zack. Wir sehen uns. Danke. Sprechen lauter als Worte. Die Leute kommen von überall, um sich uns anzuschließen. Und die neue Hoffnung. Darauf mussten sie lange warten, Deputy. Sehr lange. Ja, ich weiß. Das haben wir doch gerne getan. Du hast einen von deren Ultraschallködern zerstört. Damit locken sie die Wölfe an, damit sie sie einfangen können. Vielleicht kannst du dich auch um den Rest davon kümmern. Ruf der Wildnis. Ja. Dann machen wir das doch. Mit unserem Heli. Nee. Ich hole erst die da drüben. Grand View Hotel. Was? Erreiche das Grand View Hotel. Suche im Hotel nach Bridges. Weiß ich, was das für eine Mission ist. Nein, ich bin am Granatwerfer. Briggs, wo bist du? Preise den Herrscher! Niemand darf aufgeben! Komm allein! Hier ist Prince, oder? Ehret den Pater! Ich kann deine Sünden spüren! Nehmen Wäschereischlüssel. Na, da komm. Gehen wir mal Bridges befreien. Der war ja hier drin. Damit es euch im Blut liegt,
Ist das Bridge? Nee. Das ist er bestimmt nicht. Der ist bestimmt noch höher. Hey, Brett. Du musst öfter nach den verfickten Anwärtern schauen. Ich habe gerade wieder einen im Raum 23 liegen gehabt. Dem Gestank nach. Das ist auch tot. Da. So, Liste der Durchgefallenen. Mr. Barnes, Mr. Bauer, bla 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 bla. Okay, das steht dann nicht dabei. Seid ihr, Alter? Wir lassen die Schwachen, die Starken herumkommandieren und sind schockiert, dass wir... Suche im Hotel nach Bridge. Doch die Geschichte kennt... Dann muss er oben sein. Dann klettern wir mal hier hoch. Den finden wir schon. Aha, eine Säge. So, hier rüber. Da ist zu. So, da ist keiner. Dann kann er ja nur noch hier drin sein. Lass das Band einfach seine Arbeit tun, wenn du ihn gefunden hast. Holy Oh Scheiße, da waren Trucks in deiner Richtung. Jacob hat nur darauf gewartet, dass wir nochmal angreifen. Alles okay. Genau, ich sehe Mörser und MGs da draußen. Sei kreativ, die haben eine Menge Spielzeug. Mann, oh Mann, oh Mann! Die Scheiße! Meine Zeit hier geht zu Ende! Wo seid ihr? Ah, kommt hoch! Lass sie kommen. Da unten. Da kommen Helikopter. Da kommen Boote. So.
leider. Vorne fahren Sektentrucks vor. Wünschen du jetzt Bliss gewählt? Nix da. Kommen sie. Wo kommen die denn alle her? Ja auch nicht. Hat irgendwer gesagt, dass ich euch rauslasse? Für Eden's Gate. Komm runter. So, ciao. Wo ist der Heli? Da ist er. Auf dem Weg, ihn abzuholen.
Na, Kumpel. Jacob wird das Grandview nicht mehr nutzen, um Leute umzudrehen. Verdammt, ich würde gern seine hässliche Visage sehen, wenn er hört, dass er seine Folterkammer verloren hat. Tja. Gut, alles klar. Dann beenden wir an dem Punkt aber auch die Folge. Wir haben Briggs gerettet. So, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ein Abo hat es noch nicht getan. Und Kommentare sind auch immer wieder gerne gesehen. Und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, meine Freunde. Ciao.